Am 4. März konnte endlich nach dreijähriger Corona-bedingter Unterbrechung der Kreissportbund gemeinsam mit dem Landkreis zum Sportlerball in die Mammuthalle einladen. Dieser Höhepunkt für alle aktiven Sportler, Sportlerinnen und Sportbegeisterte feierte damit seine 29. Auflage. Endlich wieder die Möglichkeit, die sportlichen Leistungen des vergangenen Jahres einzuordnen, zu bewerten, aber auch die Sportlerinnen und Sportler sowie Trainer und Übungsleiter und dem Sport verbundene Personen und Institutionen zu ehren und Danke zu sagen. Die Begrüßung übernahmen das Moderatorenpaar Katja und Dirk Fulert. Herzlich willkommen zum 29. Sportlerball des Kreissportbundes im Landkreis Mansfeld-Südharz an diesem Samstag am 4. März 2023. Ja, wir freuen uns, dass Sie alle zum Sportlerball gekommen sind und wir freuen uns natürlich, dass wir das Ganze von hier oben begleiten dürfen, denn der Kreissportbund hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt mit jeder Menge Auszeichnungen. Und wir beide, wir führen Sie heute Abend durch das Programm. Selbstverständlich begrüßte der Präsident des Kreissportbundes Mansfeld-Südharz, Norbert Born, alle Besucher des Sportlerballs. Es gibt bei solchen Anlässen eigentlich immer so eine Reihenfolge. Bei mir steht heute der Sport an allererster Stelle. Ich begrüße alle Sportlerinnen und Sportler unseres Landkreises Mansfeld-Südharz ganz herzlich hier und heute in der Mammuthalle Sangerhausen. Seid mir herzlich willkommen. Auch Landrat André Schröder sprach ein Grußwort. Sie alle sind natürlich herzlich willkommen, auch von mir begrüßt, vom Landkreis Mansfeld-Südharz begrüßt. Schön, dass Sie da sind. Norbert hat es ja schon gesagt, 3 Jahre gab es dieses traditionelle Event, diese traditionelle Veranstaltung Sportlerball nicht. Jetzt, 2023, ist es wieder möglich und das ist gut so. Dann wurden noch Sven Strauß, der Oberbürgermeister der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen, und Andreas Silbersack, Vizepräsident von Special Olympics Deutschland, auf die Bühne geholt. Sollten doch die Hostown-Urkunden für die Special Olympics an die Berg- und Rosenstadt übergeben werden. Herr Silbersack erläuterte zunächst, was es mit den Special Olympics auf sich hat. Also Special Olympics geht zurück auf die Familie Kennedy, die haben in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts auf Cape Cod die Special Olympics gegründet, die Bewegung für die geistigen Mehrfachbehinderten, weil sie selbst, John F. Kennedy, hatte eine Schwester, die war eben auch geistig behindert. Und so ist das in die Welt getragen worden. In Deutschland und in Sachsen-Anhalt ist es noch nicht ganz so alt, erst 30 Jahre. Wir in Sachsen-Anhalt haben im Jahre 2013 den Verband gegründet. Ich bin erster Vizepräsident in dem Bundesverband von SO Deutschland. Und hier geht es im Grunde genommen darum, gerade diejenigen am Sport teilzuhaben, die es nicht so einfach haben. Insofern freue ich mich riesig, dass Mansfeld-Südharz und Sangerhausen sich als Hosttown für die Special Olympics World Games, die Weltspiele für die geistig Mehrfachbehinderten, die dieses Jahr in Berlin stattfinden, im Juni mit 7000 Athleten. Und das ist einfach großartig. Und vorher werden in 210 Städten Deutschlands, und Sangerhausen gehört eben dazu, Gäste begrüßt aus einem Land, aber welches Land das sein wird, würde Herr Strauß bestimmt gleich sagen. Und das ist etwas, was großartig ist und ich freue mich ganz besonders, dass in Sachsen-Anhalt insgesamt 7 Kommunen bereit waren, diese Sache auf sich zu nehmen, zu sagen, wir wollen Leute aus der Welt begrüßen, wir wollen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Mehrverbindung hier begrüßen und dazu gehört eben Sangerhausen neben 6 anderen Städten und da bin ich sehr dankbar. Ich bin auch dem Landkreis sehr dankbar, dass diese Kombination aus Stadt und Landkreis Verantwortung übernimmt für diejenigen, die es vielleicht manchmal sonst nicht so einfach haben und das ist eben auch eine Botschaft in die Welt, die Sangerhausen und Mansfeld-Südharz setzen. Danke. Dann ging Herr Strauß auf die Rolle von Sangerhausen als Hosttown ein. Hosttown heißt letztendlich, wir wollen Gastgeber sein, Gastgeber eben für diese Athleten,
mit Behinderungen, wie es soeben erwähnt wurde. Und wir sind mal drauf gekommen, Sangerhausen ist natürlich nicht nur eine Kreis- und Rosenstadt, wie es Norbert so schön gesagt hat, sondern wir sind schon seit jeher eine unwahrscheinlich sportbegeisterte Stadt, sind auch seit 2018 Ausrichter der Kreissportspiele für behinderte Menschen. Und so hat sich das ergeben und so war auch unser gemeinsames Ansinnen dann letztendlich auch von Erfolg geprägt. Und wen genau begrüßen Sie nun? Wir dürfen 23 Athletinnen und Athleten aus Albanien begrüßen. Das ist eine relativ große Delegation. Wir werden die in Berlin auch abholen, in Empfang nehmen. Natürlich hier in die Schönheiten, nicht nur der Stadt, sondern auch des Landkreises mit einweisen und sie daran teilhaben lassen. Und es wird eben auch mit einem Bestandteil der diesjährigen Kreissportspiele für behinderte Menschen sein. Am 14. Juni werden die auch dort mit teilnehmen und auch mit trainieren können. Und ich glaube, da gibt es noch einen ganz großen Applaus vom Publikum. Danach startete die erste Auszeichnungsrunde. Den Anfang machte die Kategorie Mädchen-Nachwuchs. Für den Nachwuchs hatten die Veranstalter beschlossen, alle Nominierten zu ehren. Deswegen wurde es recht voll auf der Bühne. Aber ich möchte die zu Ehrenden trotzdem alle nennen. Es waren beim weiblichen Nachwuchs Laura Sophie Papst vom ASV Sangerhausen Leichtathletik, Charlize Fleischling vom Reit- und Fahrverein Helmsdorf-Gerbstedt Springreiten, Emily Jakob Boxclub Helbra, Lotta Fallert Mansfelder Tonverein, Johanna Fiedler, Schwimmverein Eisleben Sangerhausen, Inara Flüger, Schwimmverein Eisleben Sangerhausen, Triathlon, Alexandra Nowatzkaja von SV Alemannia Riestedt, Tischtennis, sowie ihre Mannschaftskameradinnen Lina Spritzer und Lucy Dudkiewicz. Herzlichen Glückwunsch! Emily Jakob wurde gebeten, noch etwas auf der Bühne zu bleiben. Das hatte einen Grund. Wurde doch ihr Trainer, die Boxlegende Peter Schuster, zu ihr nach oben gebeten. Ohne das Engagement der Trainer und Übungsleiter würde ja besonders im Nachwuchsbereich überhaupt nichts laufen. Für Peter Schuster gab es noch eine besondere Ehrung. Veit Hohmann von der MZ übergab ihm den Leserpreis 2022 der Zeitung. Herzlichen Glückwunsch! Dann war der männliche Nachwuchs an der Reihe. Hier nominiert Manuel Settler von SV Alemannia Riestedt Tischtennis, Liam Brauer vom Mansfelder Tonverein, Alexandros Grysochodis vom FAC Sangerhausen Gewichtheben, Sennig Flüger Schwimmverein Eisleben Sangerhausen Triathlon, Paul-Lennart Wolf vom VfB Sangerhausen Kegeln, Lukas Schmidtchen SG Seeburg Segeln, Valentin Kolbe Schwimmverein Eisleben Sangerhausen, Cornel Biller, ebenfalls vom Schwimmverein, und Mark Oster, Triathlet beim gleichen Verein. Auch hier die besten Glückwünsche an die jungen Sportler. Und schließlich waren die Nachwuchsmannschaften dran. Hier die Nominierten und Ausgezeichneten, die Mädchenmannschaft, Tischtennis von SV Alemannia Riestedt, sowie die Kinder- und Jugendmannschaft Geräteturnen vom Mansfelder Turnverein. Auch hier natürlich unsere herzlichsten Glückwünsche. Applaus
Die ebenfalls anwesende Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt und Olympiasiegerin im Speerwurf 1992, Silke Renk-Lange, wurde von Dirk Fuhlert zur Bedeutung des Ehrenamtes im Sport befragt. Wir könnten heute hier nicht so sitzen, wenn unzählige Menschen, egal in welchem Alter, sich nicht wirklich ehrenamtlich engagieren würden. Es gäbe keinen einzigen Spitzensportler oben an der Weltspitze, keine Olympiasiegerinnen, keine Olympiasieger, wenn es nicht den ehrenamtlichen Übungsleiter, zum Beispiel Herrn Sangerhausen oder Mansfeld Südharz, gäbe. Also insofern, ohne Ehrenamt in den Vereinen geht es überhaupt nicht. Das ist ja auch die Grundlage für unseren Sport in Deutschland, dass wir uns selbst organisieren und selber etwas tun wollen. Erstmal warten wir nicht, dass andere etwas für uns tun, sondern dass wir selber aufstehen und für uns den Sport, das, was uns am Herzen liegt, wirklich auch organisieren. Und für eben solches ehrenamtliches Engagement im Bereich des Sportes wurde Tim Aschenbrenner geehrt, der auf eine beeindruckende Zahl von Funktionen kommt. Lieber Tim, wir kennen uns ja auch schon ein Eckchen. Aber ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht aufzählen, in welchen Funktionen, wo bist du überall tätig? Sag uns das mal bitte. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Also stellvertretender Vorsitzender vom Sportverein, Abteilungsleiter Tischtennis, Vizepräsident Kreis Sportbund, Vizepräsident Tischtennisverband Sachsen-Anhalt, Trainer, Staffelleiter. Ja, das müsste gewesen sein, glaube ich. Das müsste gewesen sein. Als nächstes waren die vorbildlichen Übungsleiter an der Reihe. Geehrt wurden Mareike Timm vom Gut Trebsdorf, Pferdesport, Nico und Claudia Pflüger, Triathleten beim Schwimmverein Eisleben Sangerhausen, Bernhard Hedig, Tischtennis von SV Alemannia Riestedt und, aber hören Sie selbst, wer sich noch auf eine zusätzliche Auszeichnung freuen konnte. Ines Mais bekommt heute für ihr Engagement zusätzlich die Ehrennadel des Landessportbundes in Silber. Herzlichen Glückwunsch! Im Anschluss rief Moderator Dirk Fuhlert Vertreter der folgenden Vereine auf die Bühne. SV Alemannia Riestedt, dem VfB Sangerhausen, Abteilung Fußball und Kegeln und dem Boxclub Helbra. Den Schwimmverein Eisleben Sangerhausen. Und den FAC Sangerhausen Gewichtheben. Sie alle sollten aus den Händen der LSB-Präsidentin Ihre Urkunden als anerkannte Landesleistungsstützpunkte erhalten. Danach waren die jungen Damen vom Tanzstudio Eisleben an der Reihe. In der sich anschließenden Pause lockte nicht nur das Buffet, sondern auch ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. So organisierten die Mansfelder Wickelschlacken ein Dartwerfen, bei dem es richtig was zu gewinnen gab.
Den Auftakt für den zweiten Teil der Veranstaltung bildeten wieder die jungen Damen vom Eisleber Tanzstudio. Tradition beim Sportlerball ist die Einladung eines Ehrengastes. Diesmal war es Waldemar Schirpinski, Marathon-Olympiasieger 1976 in Montreal und 1980 in Moskau. Und vielen Älteren noch in Erinnerung die damalige Aufforderung des Sportreporters Florian Oertel: Nennt euren Sohn Waldemar. Natürlich war diese Anekdote auch Teil des Gespräches mit dem Olympiasieger, dem Landrat, der Landessportbundpräsidentin und dem Präsidenten des Kreissportbundes. Das berühmte Zitat von Heinz-Florian Oertel. Wie oft werden Sie auf dieses Zitat noch angesprochen? Also ich werde sehr oft darauf angesprochen. Ich sage mal pro Woche so 3-4 Mal. Aber es haben nur wenige Ihren Sohn Waldemar danach genannt. Ich habe gelesen, 2 Briefe haben Sie tatsächlich erreicht, wo nachweislich, ach ja, gar keine schlechte Idee, machen wir. Ja, da war ich ganz überrascht, weil es schon ja, ganz einfach ein Spruch war, der gar nicht zum Marathon passte. Ich habe den Heinz-Florian damals sehr getadelt dafür. Ich habe gesagt, 76 hast du das so nett gesagt und jetzt kommen Sie hier hoch in der Landstraße und wenn steht, wird die Verbeugung tiefer. Das fand ich gut, aber nennen Sie Ihre Söhne Waldemar, das war doch nicht passend. Aber die Jahre danach habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich um die Welt ging. Und insofern finde ich den Spruch heute auch gut. Und die 2 jungen Leute, die mich dann ein halbes Jahr nach dem Ausruf damals angesprochen hatten, ja, hätte ich gewusst, dass der Spruch so lange in den Köpfen bleibt, dann hätte ich die Patenschaft übernommen. Aber wie gesagt, damals war ich noch nicht überzeugt, dass das funktioniert. Und ich muss sagen, ich hab ja ein bisschen recherchiert und da bin ich stutzig geworden. Ich habe gelesen, beim Zieleinlauf, ich weiß jetzt nicht, ob 76 oder 80 war, waren Sie kurzzeitig irritiert und sind sogar eine Stadionrunde mehr gelaufen. Stimmt das? Ja, das war 76 in Montreal. Ich hatte nur einen Ersatztrainer mit und war ja auch für mich selber damals überraschend Olympiasieger geworden. Und als ich in das Stadion reingelaufen war, hörte ich als erstes schon mal die Nationalhymne unseres Landes. Hat mich schon ein bisschen verwirrt. Dann wusste ich, ich muss eine Runde laufen und dann laufe ich die nach der Runde dem Ziel entgegen und sehe auf dem Monitor noch eine 1. Folglich musste ich noch eine Runde laufen und dann komme ich wieder auf die Ziellinie und dann sehe ich den Frank Schotter, der Zweiter wurde, der stand. Und ich habe lange überlegt, der kann dich doch nicht überholt haben. Das war auch nicht, Gott sei Dank, nicht so gewesen. Es wurden noch eine Anzahl weiterer Themen angesprochen, unter anderem natürlich auch den Vergleich zwischen früher und heute, was die Bedingungen für den Leistungssport betrifft. Auch sportlich war der frühere Marathon-Olympiasieger gefordert. Er sollte gemeinsam mit dem Landrat Rosen an die Damen im Saal nach Zeit verteilen. Eine Aufgabe, die beide mit Bravour lösten. Und die Zeit läuft. 2:09. Nicht in der Bravour.
Glückwunsch! Dann ging es wieder an Ehrungen. Und bei den Erwachsenen wurden die Plätze ja vergeben. Wir fangen mit dem dritten Platz an und ich darf nach vorne bitten. Cora Büchel vom Mansfelder Turnverein. Herzlichen Glückwunsch! Auf dem zweiten Platz landete Luisa Reising vom SV Alemannia Rietstedt. Und jetzt wird es noch einmal spannend. Den ersten Platz belegt Claudia Pflüger vom Schwimmverein Eisleben Sangerhausen. Kommt zu uns nach vorn, kommt in die Mitte. Eure Auszeichnung, ich darf erwähnen, die Cora Büchel erreichte den fünften Platz im Geräteturm bei den Landesmeisterschaften und den sechsten Platz im Finale am Boden. Die Luisa Reising wurde dreimal Landesmeisterin und hat sozusagen dreimal den ersten Platz inne. Und die Claudia Pflüger vom Schwimmverein Eisleben Sangerhausen, sie wurde Erste bei den Mitteldeutschen Meisterschaften und im Triathlon, das nennt sich Hölle von Kuh, habe ich mir sagen lassen. Die letzte Straße heißt tatsächlich Hölle und daher hat diese Meisterschaft den Namen Hölle von Kuh. Und sie belegte den zweiten Platz in der olympischen Distanz in und um Arendsee im Triathlon. Also ein Applaus für unsere Ausgezeichneten hier in der Kategorie Frauen. Auch hier ging es mit dem dritten Platz los. Florian Siehe vom Schwimmverein Eisleben Sangerhausen. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 geht heute an Alexander Patzdücker vom MSV Hettstedt. Und die meisten Stimmen erhielt und damit Platz 1 Michael Bittner vom Mansfelder Turnverein. Und während die Männer die Auszeichnung erhalten, gucke ich einmal auf die Erfolge. Der Florian erreichte im 50-Meter-Freistil den zweiten Platz bei Landesmeisterschaften, den dritten Platz in 100-Meter-Freistil und 50-Meter-Schmetterling. Alexander Patzdücker, das ist er nicht, er ist ein Vertreter. Norbert. So alt ist Alexander Patzdücker wurde Landesmeister im Einzel und im Doppel und der Michael Bittner vom Mansfelder Turnverein erreichte 4 erste Plätze bei Landesmeisterschaften und 2-mal einen dritten Platz. Wir gratulieren mit einem dreifachen Sport! 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 Und ein Applaus für unsere drei Geehrten. Gratulieren zum Platz 3 der Frauenmannschaft vom Mansfelder Turnverein. Platz 2 erreichte die Damenmannschaft vom VfB Sangerhausen. Oh.
Und aufs höchste Treppchen auf dem Platz Nummer 1 hat es heute geschafft die Damenmannschaft vom Schwimmverein Eisleben Sangerhausen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, ein bisschen zusammen, damit wir auch alle hinkriegen hier genau. Und während die Auszeichnungen laufen, noch einmal ein Blick auf die Erfolge. Die Frauenmannschaft vom Mansfelder Turnverein erreichte einen dritten Platz bei den Landesmeisterschaften. Die Damenmannschaft vom VfB Sangerhausen haben den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft. Und die Damenmannschaft vom Schwimmverein Eisleben Sangerhausen erreichte den ersten Platz in der Landesliga der Frauenwertung. Liebe Gäste, das Goldene Mammut ist ja eine ganz besondere Auszeichnung. Es ist immer so ein bisschen eine Überraschungsauszeichnung. Und hier werden jetzt diese Auszeichnung vornehmen, nämlich der Norbert Born und André Schröder. Kommt nochmal bitte zu mir. Einer kriegt schon mal ein Mikrofon. Wir wollen das nämlich heute ein bisschen spannend machen. Ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen, weil derjenige, der das Goldene Mammut bekommen soll, sitzt hier irgendwo und weiß von nichts. Und jetzt habe ich mir überlegt, es ist ja so, in den großen Stadien, da wird er mit einer Kamera so durch die ganzen Ränge geschwenkt und dann bleibt man auf einmal auf irgendeiner Person hängen und das ist dann diejenige. Jetzt haben wir ja auch eine Kamera hier, der Ralf Heiersch von Punkt und Fernsehen. Vielleicht kannst du mal, ich komme mit, weil du willst das ja auch filmen für die Nachrichten. Lass bitte in die Räume schwenken, dass wir vielleicht irgendwie jemanden sehen, der vielleicht das Goldene Mammut bekommt. Ja, Dirk. Ja. Vielleicht haben wir jemanden gefunden, der das Goldene Mammut bekommt. Nur, der ist nicht vor der Kamera. Der ist hinter der Kamera. Lieber Ralf, ich weiß, das ist sicherlich für dich eine Überraschung. Dieser Preis wurde oftmals vergeben. Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre dabei. Das waren oftmals Unternehmer. Es war auch schon die Sparkasse, immer Menschen, die den Sport in unserem Landkreis unterstützt haben. Ich kenne deine Affinität zum Sport. Ich schätze deine Berichte. Jeden Wochenende bist du bei einer Sportveranstaltung, bei mehreren Sportveranstaltungen da. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Diesen Preis in diesem Jahr für dich, deine Kolleginnen und deine Kollegen bei Punktum. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Ich bin durchaus gerührt und Norbert, dein letzter Satz ist richtig. Das ist eigentlich eine Auszeichnung nicht nur für mich. Ich bin nicht punktum. Wir sitzen nur alle zusammen. Da zum Beispiel der Marco, der ja hier die Technik gemacht hat und Ute Becker, die heute mal nicht dabei ist, aber so oft und so viel in der Region zu sehen ist, dass die, wo sich was behaupten, noch mal bekannter ist als ich. Aber wir nur alle zusammen schaffen das. Aber wir schaffen das auch nur, wenn wir auch die Unterstützung haben, zum Beispiel gerade von den Sportvereinen, dass sie uns mit Informationen versorgen, dass wir den kurzen Draht dazu haben, um einfach mal zeigen zu können, was Tolles passiert. Das betrifft natürlich andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens genauso, aber heute geht es ja hier um den Sport. Und das kriegt natürlich einen Ehrenplatz und zumindest die Stoßzähne sind ja golden. Also vielen, vielen Dank. Nach dieser Ehrung für das Punktum Fernsehen ging es im Programm dieses 29. Sportlerballs weiter. Und zwar trug sich Waldemar Schirpinski in das Ehrenbuch des Kreissportbundes ein. Es ist eine Tradition, dass sich alle nominierten und ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler zu einem großen Gruppenbild zusammenfinden. So war es auch an diesem Tag. Das Tanzstudio Eisleben hatte mit vielen Anwesenden eine kleine Choreografie eingeübt
Und der flotte Tanz leitete über zum eigentlichen Sportlerball. Die Gruppe Night Fever wartete schon darauf, mit flotten Klängen bis in die Nacht diesen Sportlerball zu begleiten. Vielen Dank nochmal an alle diejenigen, die sich hier engagiert haben. Nochmals ein Glückwunsch an alle diejenigen, die ausgezeichnet worden sind. Danke, dass Sie alle hier unsere Gäste heute waren. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Abend bisher. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin sagen die Katja und ich erstmal auf Wiedersehen.